Wir, die Freie Wählerfraktion, setzen uns vor allem für einen maßvollen und ideologiefreien Umgang mit den Themen Asyl und Migration ein. Das heißt, wir sind für einen sehr konsequenten, rechtsstaatlich konsequenten Weg, aber zugleich für einen sehr konsequent menschlichen Weg. Das heißt, mein Credo und das der Fraktion lautet konsequent menschlich, konsequent rechtsstaatlich, konsequent integrativ, ohne dabei die Sorgen und Nöte unserer Bevölkerung aus dem Auge zu verlieren. Sehen Sie, ich werde nahezu täglich aus der heimischen Wirtschaft angesprochen, um Unterstützung gebeten für Menschen mit Migrationshintergrund, für Flüchtlinge, denen ein Bleiberecht zu verschaffen, die Möglichkeit, dass sie eine Ausbildung beginnen oder einen Arbeitsplatz annehmen in der heimischen Wirtschaft. Das ist ein ganz großes Potenzial, das wir nutzen müssen. Diese Arbeitskräfte braucht unsere Wirtschaft ganz dringend, gerade in Mangelberufen. Schauen Sie, wenn wir heute noch nachts um 3 Uhr in der Backstube stehen oder in der Metzgerei arbeiten. Und gerade in der Pflege wissen wir auch, dass große Herausforderungen auf uns zukommen. Diese Potenziale müssen wir nutzen. Das heißt, derjenige, der sich wirklich integrieren will, der gute Leistungen erbringt, der unsere Werteordnung schätzt und achtet, dem müssen wir eine Möglichkeit geben, dass er eine Ausbildung macht, dass er der heimischen Wirtschaft hilft und nutzt und dann auch eine Bleibeperspektive hat. Auf der anderen Seite müssen wir dafür Sorge tragen, ja, dass unsere Werteordnung, dass unsere Rechtsordnung handlungsfähig bleibt. Das heißt, wer unsere Werte nicht achtet, wer unsere Rechtsordnung missbraucht oder verletzt, der muss konsequent unser Land auch wieder verlassen und das muss dann auch konsequent durchgesetzt werden. Also alleine können wir die Fluchtbewegung ja nicht meistern. Wir brauchen da ganz dringend tragfähige europäische Lösungen, internationale Lösungen, für die wir Freie Wähler im Landtag uns auch ganz intensiv einsetzen. Wir brauchen tragfähige Lösungen, insbesondere auch was die Verteilung von Flüchtenden betrifft. Ziel muss es sein, die Lebensbedingungen in den Herkunftsländern so zu verbessern im Rahmen bilateraler oder internationaler Zusammenarbeit, dass die Menschen dort andere Perspektiven haben, bessere Perspektiven für ein menschenwürdiges Leben, sodass sie gar nicht mehr die Notwendigkeit sehen, sich auf die gefährlichen Fluchtrouten nach Europa zu begeben, zum Beispiel über das Mittelmeer. Das Landtagspräsidium repräsentiert natürlich den Landtag nach außen, das ist das eine. Das Landtagspräsidium verwaltet im Grunde aber auch den gesamten Landtag und zugleich helfe und vertrete ich die Präsidentin natürlich in ihrer Amtsführung, wo das notwendig ist, wo sie selber verhindert ist. Zum Beispiel nehme ich für sie Sitzungstermine wahr in der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten und ähnliche Dinge. Und natürlich das, was am augenfälligsten ist, ist die Sitzungsleitung, die ich eben als Vizepräsident auch wahrnehme. Das begleitet mich ja mein ganzes Berufsleben schon, Sitzung leiten und für Ordnung sorgen. Mein Lieblingsort, also einer meiner absoluten Lieblingsorte, ist direkt hinter mir, hinter der Residenz, in der ich übrigens 10 Jahre gearbeitet habe, ist der Hildegardplatz. Da findet der Wochenmarkt in Kempten statt und es ist schon außergewöhnlich reizvoller Wochenmarkt. Da trifft sich die Stadt am Samstagvormittag auf ein paar Weißwürste am Kirchhügel und ratscht und bequatscht, was so los war. Das ist absolut das, was ich mit Heimat verbinde, so dieses urbane, aber nicht die pulsierende Großstadt, sondern die Stadt, in der man sich tatsächlich noch kennt, in der man soziale Kontakte hat. Ich finde, das hat sehr, sehr viel. Eine Stadt, in der jeder mit jedem kann. Ja, ähnlich wie es jetzt aussieht, würde ich mal sagen. So schlecht sind wir ja gar nicht unterwegs in Bayern. Ich fände es schön, wenn Bayern nicht allzu viel zusätzlich an Fläche noch versiegelt, wenn wir es schaffen, den Klimawandel so zu reduzieren, dass wir in Bayern nach wie vor lebenswert leben können. Ich glaube, das schöne Zusammenspiel zwischen Land und Stadt, zwischen reizvoller Landschaft, zwischen wirtschaftlichen Möglichkeiten, die jedem eigentlich ein Auskommen oder fast jedem ein Auskommen sichern, das ist das Schöne. Dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, der sollte vielleicht sogar nochmals gestärkt werden, so stelle ich mir Bayern vor. Naja, interessiert habe ich mich immer schon für Politik. Ich habe nebenbei auch Politik studiert. Konkret war es dann so, dass ich mich über eine Entscheidung des Kempner Stadtrates geärgert habe. Die haben mir nämlich auf mein kleines Häuslein kein Flachdach genehmigt. Und dann habe ich mich kurz geschüttelt, nachdem ich mich geärgert habe und sagte mir dann einfach, ja, dann mach's halt besser. Nicht nur maulen, sondern engagieren. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns Freie Wähler auszeichnet. Jeder von uns ist kommunalpolitisch verwurzelt. Jeder kommt eigentlich aus seinem Dorf, aus seiner Gemeinde, aus seiner Stadt und hat sich zunächst dort engagiert. Und das ist auch die Bodenhaftung, glaube ich, die ganz wichtig ist und die uns auszeichnet. Wir haben nicht Parteikarrieren
und landen dann im Landtag, sondern wir haben zunächst vor Ort etwas bewegt, uns für die Menschen vor Ort eingesetzt und sehen dann, ja, es ist Zeit, sich auch auf Landesebene einzusetzen. Allgäu. Enthusiasmus. Der schönste Fleck in Bayern, den verrate ich nicht, der ist irgendwo ganz weit hinten im Allgäu. Natürlich Gesundheit nicht nur für mich, sondern vor allem für meine Lieben, für meine Familie. Ja, und dass wir möglichst lange in Harmonie und in Frieden leben können.